Ihr YouTube-Fans. Matsch. Drag Racing in der Rhön. Gibt's auch nur in der Rhön. Also bei uns gibt's nur das eine Mal. Genau. Jetzt lasse mich Ihnen mal erzählen, was da jedes Jahr für ein Punk abgeht. Wir können ja das Ding hier mal so reinhalten. Seht ihr das, Leute? Okay, jetzt erzähl du mal, was da so genau läuft hier. Es geht ja schon jahrelang. Ich habe ja schon mal einen Film drüber gemacht. Wenn er bei mir im YouTube da mal ein bisschen vorblättert, ne? Egal. Sag was. Genau, wir machen das dieses Jahr zum vierten Mal und das findet immer mehr und zunehmend wachsende Begeisterung. Wir haben uns den Spaß gemacht mit üblichen Straßenmotorrädern, die wir auf alle möglichen Art und Weisen umbauen wollen und umgebaut haben. Einfach durch knietiefen Schlamm zu fahren, eine Strecke von 50 Meter, die entsprechend vorbereitet wird. Wo kriegt ihr den Schlamm her? Hier ist so alles trocken da draußen. Ja, da wird mit ganz viel Wasser gearbeitet. Also Güllefässer, mehrere hunderttausend Liter Wasser werden da über mehrere Tage aufgebracht, damit auch das auch ordentlich Konsistenz hat und entsprechend Spaß macht. Die Fläche ist gerade in der Vorbereitung. Das Ganze wird ja am Sonntag, dem 25. August stattfinden. In Thalau, das ist entsprechend ausgeschildert. Jeder, der da Lust und Spaß dran hat, ist herzlich eingeladen und darf natürlich da zuschauen oder auch teilnehmen. Start ist übrigens 14 Uhr, nur mal so nebenbei. Ihr könnt natürlich schon vorher da sein, damit ihr überhaupt einen guten Platz kriegt als Zuschauer, weil da geht echt der Punk ab. Und die haben auch Brünner Bratwürste und Bier gibt es auch, ne? Gibt auch. Okay. Und Kaffee aber auch und alkoholfrei auch. Alkoholfrei ja, Kaffee glaube ich nein. Okay. Also Kaffee braucht er auch nicht, das ist eh Quatsch. Ja. Aber alkoholfrei und es gibt auch Bier, die wohl Beifahrer sind. Ja. So ist das. Ja, und das Spannende ist eben, dass jedes Jahr die Motorräder so ein bisschen weiterentwickelt werden. Es gibt da Konstruktionen mit 2, 3, 4 Rädern. Es gibt da unterschiedliche Radprofile, Schaufelsysteme und was auch immer. Skier haben wir schon gesehen. Also jeder versucht da auf seine Art und Weise so ein bisschen den Matschen ein Schnäppchen zu schlagen und da möglichst gut durchzukommen. Es gibt 3 Läufe über die gleiche Strecke. Die Summe der Zeiten wird gewertet und am Ende gibt es auch einen ersten, zweiten, dritten Platz. Es gibt ein paar selbstgemachte Pokale. Das Ganze überwiegend just for fun und damit wir einfach ein bisschen Spaß haben. Und die Resonanz war sehr, sehr positiv in den letzten Jahren. Deshalb führen wir das weiter. Und wäre schön, wenn man den einen oder anderen von euch sieht. Macht ja noch Spaß. Jetzt nur mal so, was sich dies Jahr ändert. Nach den Motorradläufen gibt es eine Siegerehrung für die Motorradfahrer, weil danach kommen auch noch die Quadfahrer. Ne? Genau. Genau. Das dann nochmal extra. Aber ich will euch mal auf dem Bild Folgendes zeigen. Das ist eine BMW 650. Ja. Und hier da in dem Dreck, das ist er, wo eben gerade schwätzt. Ne? Guckt ihn euch an. Das ist er auf seiner BMW. Da hast du ja ganz viel eingesaut da drin. Ja, das stimmt. Das gehört dazu, das muss dann sein. Und letztes Jahr hat es tatsächlich dann auch für eine gute Platzierung gereicht. Und noch was hier, er baut da ganz spezielle BMWs. Das sind Kastenmotorräder. Einmalig, vielleicht kriegen wir irgendwie mal auf die Kamera, dass ich da auch mal einen Film mache. Aber das ist eine andere Geschichte, das machen wir erstmal das. Ne? So machen wir das. Und dann darf ich dann mal einen Film machen über deine richtigen BMWs, die wo nicht so dreckig sind. Darfst du gerne machen. Ich blitzblank, was der treibt, der Typ. Ne? Ich bringe sie gerne mit, die können wir da hinstellen, dann können wir ein bisschen gucken. Ja, okay. Ja. Bis dahin. Jo. Ich habe die viereckig Lamprunner gemacht und hier das Tachogehäuse freigelegt. Das ist die Seite von hinten, gell? Jetzt guck dir mal her. Das ist so geil. Oder hier ein Karo. Das ist alles noch mechanisch. Ja, leider kann ich jetzt nicht fotografieren. Das ist alles noch mechanisch. Das ist echt cool. Ich sitze hier gerade entspannt an so einer Bank. Hab hier einen schönen Blick in die Rhön. Ich zeige es euch. In der Ferne. Moment, ich zoome sie mal bei. Das sind so die Rhöner Berge. Ja. Und ich bin heute unterwegs mit ihr. Mit der GSX 750. Ich hatte hier vor Monaten schon einmal auf meinem Kanal Angebote zum Verkaufe und zum Restaurieren, aber meldet sich ja keiner. Jetzt sitze ich hier gerade. Ich mache, wie gesagt, gerade Probefahrt. Das Ding, das läuft richtig schön. Es ist alt und vergammelt, aber es funktioniert alles. Ich biete sie jetzt noch einmal an. Ich gehe mal zu meinem Motorrad, damit ihr sie mal seht. Ich will sie mal beschreiben. Also als uns und hier mal langweilig war,
haben wir mal hier den Höcker drauf gemacht, der bleibt aber nicht. Weil hier vorne, wenn ihr das seht, das ist nicht schön. Da haben wir nur mal so ein Spieltrieb war das, wo wir das gemacht haben. Dann habe ich vorne die Lampe abgebaut, der riesen Kasse da. Und die flog noch da rum. Haben wir die mal dran gemacht, sind noch die original Lampehalter dran, die sind ja auch nicht wunderschön. Hier ist überhaupt nichts schön. Ich will auch gar nichts schön schwätzen. So, und jetzt heute habe ich gesehen, durch der Stehe hat der Gabels im Ring gesifft. Das geht jetzt, na gut, das ist eigentlich fast nichts. Habe ich mir nur mal so als Trick, was auch mal so üben könnt, also machen könnt, wenn es denn so ganz schlimm ist. Ich habe mit dem Heißluftföhn habe ich jetzt hier das Simmering warm gemacht und bin dann mit so einer Fühlerlehre mit einer 0,7 oder was, bin ich einmal durch. Das ist nur so provisorisch, bevor es da richtig ausläuft. So, Rumgelaber. Man könnte die richtig schön restaurieren. Weil der Motor, der ist erste Sahne. Hat 63.000 Kilometer übrigens drauf. Und da stelle ich mir das jetzt so vor. Halt alles lackieren und so weiter, ist ja klar. Komplett zerlege. Die Räder wieder so lackiert, wie sie sind. Die Gabel vielleicht schwarz, vorne ein Alukohlflügel drauf. Die Lampe, die kann man ja dann mit anderen Lampehalter dran verwenden. Oben schöne Armaturen dran, weil die, wo da normal drauf sind, sind so bullig. Dann hat das Ding eine schöne geile 4-in-1 drauf. Die ist ja noch top gepflegt. Ich glaube, das war eine Motard. Es war eine BSM. Eine BSM-Anlage und laut ist auch nicht. Also damit kommt man überall durch. Bremse funktionieren. Wie gesagt, Motor ist top. Und der Rest sieht halt scheiße aus. Aber alles nicht so, dass man es nicht machen kann. Und hier auf der Seite haben wir sogar noch den original Seitendeckel drauf. Den finde ich auch geil. Auf der rechten Seite ist so ein selbstgebaute. Den finde ich jetzt nicht so schön. Und da kann man auch richtig schön Motorrad draus bauen. Ich habe jetzt mal den Lenker, den Original, da drauf gelassen. Wenn einer aufrecht sitzen fahren will. Gut. Also ich mache es jetzt nochmal da in den Wochenrückblick mit rein. Ne? Gut, seht ihr jetzt in den Wochenrückblick. Bis jetzt bin ich noch nicht verliebt. So richtig. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ja mal anrufen. So 1200 Euro will ich jetzt schon ungefähr haben. Ne? Habt ihr so gehört? 1200 Euro ungefähr. Alles klar. Ich bin hier bei so zwei Custom-Bauer, das sind Spezialisten, die haben jetzt hier einen Tank geschweißt. Ich will uns aber dann aber genau beobachten. Er feilt jetzt gerade. Was hast du da vorher drauf geschmiert? Nach was sieht es denn aus? Nach was sieht das aus? Nach Zinn, oder? Ja, sieht gut aus. Hier, es wird hier noch gearbeitet mit Gas und Sauerstoff. Es gibt auch weniger. Hier Leute, der da hier, das ist der Jürgen, der mich mal einen Pokal gekostet hat. Ich hab's euch ja schon mehrmals erzählt. Da ist er, guck, ein Held Tank fest. Ja, das ist genau, weil der Schiffer nicht. Nee, da redet man. Jetzt mal so arbeiten kann. Laber nicht rum. Jetzt machen wir erstmal das mit dem Kastenbau da und dann schwätzen wir noch einmal über den verlorenen Pokal. Ja? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist das Motorrad, gell? Nee, pass mal auf. Das ist von unserem Langstrecke-Motorrad, der Tank. Echt? Das ist echt. Die habe ich nicht. Da hatten wir nämlich einen Totalcrash. Aha, aber hier entsteht ja auch was. Hier entsteht ein Fahrzeug, da brauchen wir starke Bereifungen, damit der das denn dreht und dann ein bisschen zu ihm passt. Ja, zeig mal, ich will mal deine Reise gucken. Wie dick ist denn der? Der ist so dicker wie der von meinem Auto. 2,30. Boah, leck mich am Ärmel. 40. Das wird ja der Hammer. Aber da muss man noch viel machen. Ja, ist klar. So. Jetzt tun sie einen Abdrücke, ob er dicht ist. Ich mache ihn mal ganz leise, weil er hat die Ohren dran. Das sind Spezialisten, also da gibt es mal nichts. Ich mache mal kurz aus. Was ist jetzt der Tank? Was? Cover. Das ist ja so ein Spezialumbau ist das. Er hat ja normal nur 18 Liter, ja. Er hat jetzt hier 24. 24? 24, das ist hier verlängert. Ja. Das ist alles
vom Bau. Dann haben wir hier auf der Richtbahn gehabt bei mir und haben den wieder gerichtet, weil aus Zeitgründen war das Ganze, weiß jetzt nicht machbar, neu zu bauen. Ja, die war scheinbar mal umgefallen oder was? Mit 280 ging es um. Das hat tatsächlich? Das hat auch wehgetan, ja. Na Scheiße. Das hat er richtig. Und das Ding war von hinten nach oben und so rum. Also der war komplett verdreht und das sah aus, jetzt durch das Kiesbett, das sah aus wie Sandbestrahl. Der Tank. Also kannst du dir vorstellen, wie schnell das Ding war. Ja. Aber sieht der wieder handwerklich aus. Der sieht wieder gut aus. Der passt auch genau da rein, wo er rein soll. Ja. Das Motorrad habt ihr auch hier, oder was? Das steht da unten, glaube ich. Ich glaube, der bringt doch jetzt gleich Bilder. Der muss jetzt zeigen auf die Bilder. Ja. Aber geil. Das sehe ich gerade, ihr habt da mit großen Gurte gearbeitet und so weiter. Ja. Und schwere Kette, ja. Damit er wieder in die Richtung kommt. In die Richtung. Cool. Ich gerade erzählt, dass jetzt hier das Richtwerkzeug für die Tanks. Gut, das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich alles schlecht vorstellen. Ich mir auch nicht so richtig. Aber die zwei hier, das sind schon Profis. Hast du noch Bilder von dem Motorrad? Ich habe noch Bilder von dem Motorrad. Gut. Die hätte ich auch ganz gern gesehen. Gut. Das ist das Motorrad gewesen. Kiesbett? Im Kiesbett. Scheiße. 252 hat der Kombi angezeigt, wie er den Boden berührt hat. Nee. Doch. Also hier siehst du ja beim Tank, wie das Elend da drauf ist. Ja, guck mal Leute, wenn man so genau anhält, das ist der Tank. Und wie er jetzt aussieht, das ist eine ganz andere Form. So, und eins muss ich auch sagen, von Sturz bis anschließend wird er fahren auf der Strecke 33 Minuten. Warum? Da war das Motorrad wieder repariert. Mit dem Chrometank? Nee, wir haben ja einen Ersatztank. Ach so, Ersatztank. Da Ersatztank drauf, genau. Da warst du schnell. Ersatztank, denkst du, also wir werden ja gefordert von unseren Fahrern, weil die ja permanent runterfliegen. Und da wird man einfach wie in einem Formel-1-Team unschlagbar. Okay. Wenn ich da noch was zeige. Aber das dürfe ich nicht. Das, also den Mann durfte ich jetzt nicht filmen, aber das ist jetzt die Hand von dem. Was ist da alles kaputt? Die Mittelhandknochen. Ja, oh. Ja. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan, tut auch noch weh. Immer noch. Und das ist Schlüsselbein und der Rest davon. Ja, das kenne ich, das hatte ich auch alle schon. Scheißdreck. Das tut weh. Komm, ich werde jetzt über andere Sachen, weil es wird ja deprimierend. Hast du noch ein Bild, wo das Motorrad ganz war? Wie es aussieht? Warte, ich zeig dir. Das ist ein Film jetzt. Ja. Training. So war es, wo es ganz ausgesehen. Noch ganz war. Wieso hast du das mit Musik unterlegt? Das machen die halt so. Ist doch Quatsch, da muss man Sound hören. Kawasaki. Ja. Ja, cool. Und das wird aber doch schön, Motorrad. Hier ist fertig, fast. Ja, eben habt ihr aber schnell bestellt, das sehe ich doch. So schnell ist halt auch nicht. 21 Sekunden. Ja. Und ab geht's. Und ab geht's. Was machst du denn hier? Ich hole die Böcke zum Heckeschneiden. Okay, dann viel Spaß. Ja. Und hier mal bei dem Dirk gucken, was die hier so treiben. Oh, hier wird Heck neu gestylt. Cool. Kommst du klar mit dem Typ? Ja, ja. Gut. Das sieht doch jetzt schon mal ganz anders aus, als was da vorher war. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das gefällt dir jetzt auch? Ja. Gut. Die XS 400. Cool. Oh, der Dirk hat wieder Platte, der wird wieder gebohren. Aber das kennt er ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt filmen. Hier der Lob. Neu angeschweißt. Cool. Naja. Hast du Gastro schon repariert? Nee, noch nicht. Noch nicht? Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Hier habe ich wieder was entdeckt. Dirk, ich habe was entdeckt. Da fahren wir hin. Moment. Ein Ausflugsort? Ja, Motorräder pur. Und da gibt es eine Weltmeisterschaft noch. Die sind echt cool. Willst du mitfahren? Nee, weiß ich noch nicht. Aber wir direkt, es muss irgendwo im Norden sein. Ich habe noch nicht richtig die Adresse. Am Strand. Komm mal mit hinter durch. Wir gucken mal.
Ich weiß noch nicht genau, wo es ist. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. Aber guck mal hier, die haben ein Zelt mit Motorrädern. Ja, das ist der Strand. Und ein Anker. Das ist in Nordfriesland oben. Ja. Aber wo da? Das kriege ich gleich raus. Jetzt habe ich die Internetseite von denen entdeckt. Das ist sie. Und da gibt es auch schon Videos. Also da fahre ich hin. Und die tue ich jetzt auch abonnieren. Was? Sie haben erst 15 Abonnenten. Das ist ja nicht viel. Jetzt haben sie 16. Ein Traum. Da geht's hin. Ihr kommt jetzt in den Wochenrückblick mit rein, ne? Ihr könnt ja da den YouTuber mal erzählen, wo ihr herkommt. Du fängst an. Ja, ich bin Fatih aus Bottrop, ne, mit meinen Feuerwehrkumpels. Ach, ihr seid Feuerwehrmänner? Ja, das ist ja geil. Hat Feuerwehr, hat Polizei. Okay, also, ja, alles gut. Alles verbeamtet. Die Polizisten hier bei uns in der Gegend, ne, die kennen mich auch. Wir liefern uns immer mal Rennen. Ja. In der Regel gewinne ich. Ja. Ich wollte schon gerade sagen, ich glaube, du bist vorne dran. Ich mache jetzt aus. So, das ist jetzt das Letzte. Heute ist wieder Wochenrückblicktag. Die Jürgen kommt eben gerade und bringt mir eine CX 650 Kubikzentimeter. Yes. Und die wird umgebaut. Wir haben jetzt eben schon mal so provisorisch herumgearbeitet, die Jürgen und ich. Wir haben mal die Gabel durchgesteckt. Da oben sieht man es. Ihr guckt da jetzt, was weiß ich, 7 cm raus. Hab's nicht gemessen, damit die vorne runterkommt. Die Lampe, die wird runtergesetzt und alles, damit das Ding ein sportliches Steil kriegt. Der Tank kommt runter. Ihr YouTuber, wenn noch einer einen Tank hat von der alten CX500, ich will es dann, zeig's nochmal ein Bild, den große, den hätte ich gern. Und die Sitzbank haben wir jetzt nur so draufgelegt, also das wird alles ganz anders da. Da wollen wir mal gucken. Also ich suche eigentlich speziell so einen Tank, wie wir hier drauf haben. Den wollen wir da auf die Shopper drauf machen. Das ist ein ganz normaler CX-Tank. Das ist so der Plan. Und also die CX wird jetzt das nächste Projekt. Und da haben wir jetzt auch die Schutzbleche runtergemacht. Die sind jetzt beim Lackierer. Da geht es auch voran. Hier, ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe auch neue Informationen da drin. Da gibt es nämlich so ein Treffen oben in Norddeutschland. Die Adresse habe ich noch gar nicht richtig geschnallt. Habe ich auch da drin, seht ihr ja dann. Da will ich hinfahren. Macht's gut. Bis nächste Woche.